Jawollo, die Dembol ist da! Wie du dich freust! Endlich können wir wieder angreifen! So, meine Handschuhe holen. Wo sind die? Wo sind die? Was? Wo die sind? Oben. Ja, hol die doch. Ja. Hab ich doch gesagt, ich hol die. Ist der irgendwie durcheinander? Keine Ahnung, was er heute Morgen geraucht hat. Vielleicht hat er wieder einen Joint geraucht. Kann ich dir nicht genau sagen. Dembol hat er geraucht. Dembol, noch besser. Ein fröhlicher Tag, Dembol ist da. Was? Also wieder kein Bock? Ich hab immer Bock. Was? Wann gibt's Frühstück? Oh, wir haben noch gar nicht gesagt, wie spät es ist. Oh, soll ich gucken? Ja. Freitag, 22. März, 9.06 Uhr. Wir müssen dazu sagen, wir haben uns eine Stunde verquatscht. Kann mal passieren. Waren wichtige Themen. Ja, was denn? Wilfried seine Zähne. Ja. Was hat er gesagt? Deine neuen Zähne. Ja, wolltest du haben oder was? Was hast du nochmal gesagt? Du hast noch ein Ersatzpaar zu Hause? Ja. Die Originalen. Ja. Die haben sie rausgenommen und wieder zusammengeklebt. Ja. Und dann hast du neue gekriegt. Ja. Und wie muss man sich das vorstellen? Wegen Gebiss. Warum hast du überhaupt ein Gebiss? Weil meine Zähne alle schlecht waren. Karies. Kennst du die Story von Wilfried mit der Chipstüte und seiner Frau? Nee. Echt nicht? Nee, die muss er mal erzählen. Was lässt du hier rum? Warte mal ganz kurz. Daniel, kannst du bitte aufhören, bei mir aus der Dachrinne zu saufen? Nö. So. Der Zug ist gone. Torben will die Story hören. Mit deiner Frau und der Chipstüte. Das ist doch ganz einfach. Wenn ich allein zu Hause war, meine Frau arbeiten war, Chipstüte aufgemacht, ganz zack, aufgerissen. Ja, vorsichtig natürlich. Vorsichtig, aufgegessen, wieder Luft rein, zugeklebt, Schrank gelegt. Hast du nicht gemacht? Doch. Und dann kam Besuch? Und dann kam Besuch, Chipstüte auf, war leer. Hast du nicht gemacht? Hab ich Lack gekriegt. Das hab ich wohl gemacht. Beste daran ist, was für einen Aufwand er betreibt, anstatt 100 Meter weiter zum Supermarkt zu fahren und neue zu holen. Ja, hatte ich keine Zeit mehr für. Da gab es aber richtig Lack. Echt? Ja. Was hat sie denn mal gesagt? Was hat sie denn immer? Du bist gehen, jetzt haben wir den Schiff wehaufrecken. Wir haben aber selbst kommen, dann hätte ich nicht genug. Für alle, die das nicht verstanden haben, du Teufel, du Lümmel oder was? Ja, du Lümmel. Immer wenn wir was, wenn wir Besuch bekommen, haben wir nichts mehr zu knabbern im Haus. Ja, genau. Alles klar, Leute. Mama. Möchtest du Torben und mir Geld spenden? Ja, sofort. Dann. Deswegen stehe ich hier. Wirklich? Weil ich brauche ein Firmenauto. Ja. Ja. Torben will einen Firmenwagen von mir haben. Ja. Was wolltest du haben? Den Wrangler SRT. Das war jetzt ein bisschen übertrieben. Das war deine Idee. Das war nicht meine Doch. Idee. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Du denn da für einen ollen Teppich an, wa? Was sag ich? Orient. Orient. So, wollen wir jetzt Dämmwolle gucken? Oder ich noch Mama zieren und fragen, wann es Taschengeld gibt. Torben will ja, dass ich ihn adoptiere. Ja. Ja. Schreien die da wieder rum. Echt? Freitagmorgen so früh. Torben will ja, dass ich ihn adoptiere, ja, ne? Dann sitzt er morgens am Tisch und sagt, Fati, ich brauche ein Taschengeld. Und was für Nummern steht, kriegst du aufs Auto? WJ. Nee, ZJ haben wir gesagt. Ja. Zieren Junior. So schauet und staunet, liebe Leute. Ich habe mir bei Tom Dämmwolle besorgt. Reicht fürs ganze Haus, richtig, Daniel? Hast du ausgerechnet? Die Schweine. Aua. Ich habe damit gerechnet, dass er sich darin festbeißt. Aber das muss echt weg, wirklich, jetzt mal Spaß zur Seite. Ja. Hat geregnet. Worauf ich hinaus wollte, die Dämmwolle reicht fürs ganze Haus. Ja. Und das machen wir auch selbst. Da genau. Wird der Zuschauer staunen. Da sieht er mal, was wir alles können handwerklich. Ja, aber wir müssen ja noch ein bisschen warten, bis wir anfangen können, aber die Soße muss ins Haus. So sieht's aus bei dem schlechten Wetter. Man kann die ja nicht im Regen stehen lassen. Das ist so, Daniel, ne? Möchtest du einmal ganz kurz dagegen hauen? Nee. Was sind die alle so motiviert? Guck mal, wie oft das laufen ist. Oft. Oft. Können wir nicht einen Trecker nehmen? Damit ins Haus fahren. Jo. Hälfte ist drin. Ja. Die andere Hälfte steht aber echt noch gut geschützt. Ja. Vom Regen. Also, frühstücken. Erstmal frühstücken, wa? Ja. Kaffee, Zigarette. Ja.
Auf geht's. Und ein Brötchen. Da sage ich nicht nein, ne? Das glaube ich dir. Ja. Der erste Teil steht trocken, das ist das Wichtigste. Wir müssen aufhören, uns hier immer so zu überfressen, Leute. Ist doch schlimm. Jedes Mal, wenn wir hier frühstücken, kommen wir nicht mehr hoch, ey. Das ist eine Katastrophe. Das ist viel zu viel, was hier auf dem Tisch steht. Das Problem ist, jetzt haben wir gefrühstückt. In 3 Stunden haben wir die... Ach, jetzt kommen wir Mittagessen. Leute, ich bin schon wieder am Struggle. Da seht ihr den Muster für Parkettboden. Also ich weiß jetzt wieder nicht, ob ich Parkettboden haben möchte oder Betonboden. Ist der Aal am Laufen? Der Aal läuft. Ihr Lieben da draußen, die Dämmwolle haben wir jetzt nach oben geschleppt. Und jetzt geht das los. Wir haben mit dem Maler gesprochen. Der Fußboden muss hier raus, beziehungsweise die Fliesen. Da fangen wir jetzt mit an. Ne? Ihr wisst schon, ein bisschen mit dem Bohrhammer rumrödeln und die ollen Fliesen entfernen. Der König ist hier oben. Oh. Bremsspur. Hast du mich versteckt oder was? Nicht sagen, dass wir was gut machen müssen. Ich habe gesagt gerade, dass wir alles noch umgebracht haben. Wir haben gerade Lack gekriegt, ne? So, scheiße, hast du gesagt, wir waren, ne? Ja, wir haben ja am Anfang. Ja, irgendwie haben wir bei uns aber ein bisschen verquatscht da unten beim Kaffee. Und jetzt haben Wilfried und Daniel anscheinend die Glaswolle alleine umgebracht und jetzt sind sie beleidigt. Stehen wir beide alleine hier. Bald sind wir ganz alleine hier, alle vergrault. Daniel! Was ist? Bist du beleidigt? Beleidigt? Mr. Faule Hautsocke da. Faule Hautsocke, ja. Sitzt da unten rum, oxidiert vor sich her und lässt uns alleine arbeiten hier. Daniel, mein bestes Pferd im Stall. Danke, Daniel. Du bist Bestmann. Bitte, das war ich aber nicht alleine. Ja, mit Heinz Firmeier. Heinz Firmeier, wo ist der denn? Unten am Aufräumen. Ach so. Ja. Bist du böse auf Torben? Ja, definitiv. Was würdest du jetzt am liebsten mit ihm machen? Die Schuttrutsche runterwerfen. Was machen wir jetzt? Erstmal möchte ich klären, warum er nur sauer auf mich ist. Du saßt da mit, das ist dein Haus und deine Baustelle. Ja, aber du hast mich voll gequatscht. Du hast mir richtige Fragen gestellt. Was habe ich denn für Fragen? Kann ich jetzt nicht so in die Kamera sagen. Wir fangen hier jetzt erstmal an, ihr Lieben. Wir ballern hier jetzt erstmal die ollen Fliesen raus, ne? Damit das hier auch ein bisschen schicky wird. Seid ihr sauer auf uns? Nee, auf Tom bin ich sauer. Alter. Warum? Wir haben die ganze Glaswolle alleine hoch. Ja, aber wir haben doch gesagt, wartet doch eben. Nein. Haben wir doch gesagt. Wir haben gesagt, wir fangen jetzt weiter an. Aber wir haben doch gerade unten mit dem Maler gesprochen. Da geht Torben mir nichts von an. Stimmt eigentlich. Torben antanzen. Alter, da geht Torben mir nichts von an. Daniel Salesch, bitte in den Gerichtsraum. Daniel Salesch. Was ist der Anklagepunkt? Faulenzen. Faulheit in Person. Ja. Staatsanwalt Nikotin, was ist der Vorwurf? Faulenzen. Dumm rumsitzen. Da geht Ihnen gar nichts von der Besprechung. Hauptbeschuldigter Sumpfarsch, was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung? Gar nichts sage ich dazu. Warum? Nee, mir war nicht danach mit anzufassen, habe ich mich da hingelegt. Hingelegt, hingesetzt. Ihr hättet ja auch warten können. Ihr müsst nicht immer gleich vorpreschen. Wir haben schon eine Dreiviertelstunde gefrühstückt. Sollen wir noch eine Stunde länger sitzen? Das geht nicht. Es muss was geschafft werden hier. Ist gleich halb zwölf, gleich Mittag. Und was ist die Strafe für Torben? 10 Liegestütze auf dem Boden. Kann ich das in Raten einlösen? Ja, komm, eine mache ich, halt Raten. 2, 3, 4, 5. So. Damit geben wir uns nicht zufrieden, Sumpfarsch. Wir müssen das Ganze auch mit Spaß sehen. Wollen wir das Fliesen rausballern? Ja, mir egal. Sollten wir vor der Kamera sagen, dass wir uns beide extra blöd angestellt haben? Ich dachte, von oben Variante zu stemmen wird besser klappen. wir kommen nicht mehr raus, okay, wir sind ungeschickt. Da kommt aber wieder ein Colt für alle Fälle, BWD, MC Stemmhammer zur Geltung. Der kann das am besten, ich räume lieber Schutt weg. Euch beiden, ne? Mach ich nochmal die Stemmhammer-Schulung durch. Und dann seid ihr perfekt ausgebildet nachher. Danke, Daniel. Bitte. Wir sind gerade dabei, hier die Sohle, ich glaube, das nennt man so, freizustemmen. Weil hier muss ja später wieder alles angeglichen werden. Die Fliesen wurden rausgestemmt und den Kanal haben wir auch freigemacht. Ich sage extra Kanal. So, heute ist Feierabend. Heute ist Feierabend, Freitagmittag. Ja. Haben wir gut was geschafft, oder nicht? Reicht auch heute. 2 Quadratmeter Fliesen und einen Kanal ausgehoben. Welchen Kanal? Diesen ollen Schuttkanal unter dir. Ach so, du meinst die Mauer. Das ist ja keine Mauer gewesen. Es war eine Mauer. Ah. Es war eine Mauer. Es war eine Mauer, jetzt ist ein Kanal. Ja. Feierabend, Jungs.
ab dafür. Ich muss das nämlich kontrollieren. Ihr wisst ja, sonst fängt Wilfried an, hier wieder jemand abzureißen. Leute, es wird. Langsam wird's was. Das ist das Beste hier auf dieser Baustelle. Was? Morgens hierher kommen, erstmal ein Käse oder ein Salamibrötchen mit einem Kaffee. Und das 2 Stunden, bevor wir hier irgendwas gemacht haben. Alter Udo, du hast hier noch nicht einen Finger krumm gemacht, schiebst hier das Salamibrötchen in die Pommesluke und bringst hier Sprüche wie ein Weltmeister. Ja und? Das ist ja auch eine Baustelle, die fängt ja erst um Mittag an hier. Weil wir gemütlich sind. Na, gemütlich. Gemütlichkeit hat keine Grenzen bei euch. Mann, mir hat schon die ganze Welt bevölkert, ey. Mit deinen neuen Schlepphoden oder was? Die Schlepphoden, ne? Die schleppen dir gleich eine um die Ohren, dann hast du Schlepphoden. Was ist denn jetzt Dinge der Sache? Hä? Ja, was ist denn Dinge der Sache? Was wollen wir jetzt machen? Wir gehen jetzt gleich erstmal raus, schön an die frische Luft, damit deine Synapsen auch wieder ein bisschen Sauerstoff kriegen, damit dein Blutdruck ein bisschen runterfährt. Und dann gucken wir erstmal, wo wir das Osterfeuer aufbauen. Aha. Wieder Party? Da tut mich so ein Gemüt aber ganz komplett verändern. Hä? Na, will das um eine Party gehen? Was hast du gerade gesagt? Ich habe kein Wort verstanden. Na, warte, mein Opa hat schon immer gesagt, Mund erst lernt man beim Reden. So, runtergeschluckt. Dann ist mein Gemüt aber ganz schön mit Party draußen. Ja, dann lass uns mal eben hingehen. Warte, ich nehme den letzten Happen noch eben und dann können wir das Baustellenfrühstück abschließen und wir fangen an hier mit beiden Händen was zu tun. Und für alle, die nicht wissen, was ein Osterfeuer ist, das ist Tradition, da werden Sträucher verbrannt. Und natürlich gut ein Naschi-Naschi, aber ich weiß auch, was das heißt, Osterfeuer. Da werden die bösen Geister vertrieben, damit der Frühling erwacht. Und wir wollen ja auch ein bisschen Tradition bewahren. Papa hat das hier auch immer gemacht im kleinen Kreise. Jetzt habe ich gedacht, okay, Osterfeuer machen wir dann auch hier. Richtig, auch im kleinen Kreise. Das Osterfeuer war aber ja schon quasi, wenn das Video kommt. Genau. Richtig. Also kann ich euch jetzt schon sagen, frohe Ostern und dicke bunte Eier. Es ist Montag, der 25. März, 9.39 Uhr. Heinche Föhrmeier, was bist du denn so am Vegetieren? Ist das kalt? Arschkalt ist das. Was ist jetzt Sache? Osterfeuer gucken. Also nicht Osterfeuer gucken, sondern gucken, wo wir das Osterfeuer machen. Bestimmt draußen noch nicht. Nee. In der Küche. Ja, also hier kannst du kein Osterfeuer machen. Du setzt ja hier alles unter Wasser. Ein Moment. Was kann man nicht? Bei den Erdwitzeln. Und wenn es warm wird, dann. Wir machen ja ein Osterfeuer hier. Ja. Und wir wollen eben gucken, wo wir das machen. Du musst ja 50 Meter vom Haus weg sein. Ja. Im Umkreis von 50 Meter muss alles frei sein. Ja, aber keine Bäume, nichts da dürfen da sein. Da müssen wir messen. Ja. Papas Messsystem, da hast du den richtigen Mann hier. Und dann habe ich eine Anzeige am Hals. Höhe, mein Breite, mein Fallgeschwindigkeit. Ja. Papas Messsystem. Ja. Man muss nur 50 Tritte zum Osterfeuer machen. Und wenn das 50 sind, 49,9 zählt auch noch. Aber 50 Meter hat ein bisschen weg, muss das vom Gebäude oder vom Wald weg sein. So, und das kriegen wir hin. Weil du hast ja, glaube ich, knapp 3 Hektar hier. Und irgendwo können wir es doch wohl aufbauen. Ne? Komm her, Udo. Ja. Hä? Ja, da ist ja schon Ostern. Wer war das denn? Ha. Wieso, warte, warum passieren hier immer Sachen, wovon ich nichts weiß? Ja, weiß ich auch nicht. Hier sind die Geister, Ach, ist doch egal, da liegt jetzt Gesträucher. Gesträucher? Ja, Mehrzahl, Sträucher. Das verwirrt mich jetzt. Hä? Ja, ich weiß es nicht. Ich muss es nochmal sagen. Hä? War das Hugo oder was? Ich glaube, Hugo hat irgendwas angekündigt, ne? Der hat ja irgendwas loswerden wollte. Hugo hat gesagt, er bringt ein paar Sträucher hierher. Oh, das ist fast ein Osterfeuer, ne? Dann ein paar mehr hat er mitgebracht. Warum? Da, dann können wir vorne doch auch durch. Nee, das ist doch Band. Ach genau, da kann man nicht durch. Willst du mich verarschen, Udo? Das ist ein... Alter, komm. Beweg deinen schmierigen Körper da durch. Der ist gar nicht schmierig, hab ich geduscht. Gibt's doch nicht. Also du bist auch... Oh, scheiße. Aber warum hast du denn überall Bänder? Boah, Junge, was ist denn... Der schmiert... Kümmert den schmierigen Körper da durch. Ja. Selber schafft er es nicht. Ja, das ist weit genug vom Haus. Goldene Hugo hat sich wenig Mühe gegeben und schön aufgeschichtet. Das hat er. So, und hier kommt der goldene Hugo, Udo. Immer Qualität. Ja, und hier kommen jetzt unsere Zweige noch hin. Uns Hugo hat schon richtig Gas gegeben, liebe Leute. Schaut mal. Eine reinste Herrlichkeit, Udo. Ja. Das Wichtigste ist ja, am Ostersamstag, dann müssen wir deinen Trecker rausholen. Das muss dann einmal geschüttelt werden, da können sich Tiere noch reinsetzen. Genau, das wird umgeschichtet. Richtig, das wird umgeschichtet, das ist auch sogar Pflicht, das zu machen, weil sonst verbrennen die Tiere da drin, ne? Ja, das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir nicht.
So, und das werden wir dann am Ostersamstag machen. Das könnte Timo zum Beispiel machen. Der kann ja mit dem Trecker umgehen. Ja. Ja, du kannst auch ein bisschen mit den Händen rütteln. Riesengroß wie das Osterfeuer ist ja nicht hier. Nein. Das bleibt ja. Das ist ein ganz kleines. Es geht um die Gemütlichkeit. Oh, es geht um die Gemütlichkeit. Es geht um. Lecker Bratwurst. Da bist du auch wieder an vorderster Front, ne? Ja. Und so Bierchen dabei. Was Besseres gibt's nicht bei Ostern. Und vor allen Dingen den ostfriesischen Schnack, den wir dabei haben, ne? Ja, Gemütlichkeit. Richtig, einfach nur gemütlich. Das möchte ich wohl von den Zuschauern mal wissen. Habt ihr auch so eine Tradition zu Ostern? Das wäre mal geil zu wissen, ob das in anderen Teil von Deutschland auch gemacht wird. Das könnten 50 Meter sein. Das, ja, das könnten wirklich 50 Meter sein, Udo. Ja, das reicht. Und da auch hin, das reicht hundertprozentig. Und hier kann nichts brennen, außer meine Leber. Mir hat schon mal als Jugendlicher Scheiße gebaut mit dem Osterfeuer. Mir hat Nachbarschaft alles, wir hatten ein riesen Osterfeuer. Und dann sind Nachbarjunge und ich sind dann morgens hingegangen, also so gegen 10, und wollten nur eine kleine Ecke mal ankuckeln. Und das war ja damals so trocken. Und dann hatten wir den ganzen Osterfeuer und Mittag war nichts mehr da. Und abends um 7 sollte eigentlich das Osterfeuer stattfinden. Da haben wir Lack gekriegt von der Nachbarschaft, mein Lieber. Da passte mir keine Unterhose mehr. Sagt, dann hatten wir das Ding in Brand. Wir haben beim Sportplatz auch hier noch Sträucher, die werden wir nachher hierher bringen. Morgen, wenn Daniel und Tom das noch den Rest hierher bringen. Und dann haben wir alles hier. Und du hast dann auch vorne was liegen. Ja, da liegt auch noch was. Die legen wir auch alle drauf und dann kann das erstmal ein paar Tage ruhen. Wetter soll auch ja besser werden und dann können wir Samstag schön uns einbraten mit Osterfeuer. Herrlich. Herrlich, will ich. Schön Bratwurst, Frikadelle vielleicht noch hin. Ne, das ist, ich finde das traditionell. Ist einfach schön in Ostfriesland das zu machen. So, komm her. Ich kann die Scheiße wieder alles zumachen. Du machst auf und ich kann zumachen. Udo, wir haben auch noch eine Sache, die wir machen müssen, die Tage hier. Wir müssen schnell die Fliesen oben aus dem Haus rausholen, denn die Schuttrutsche muss weg. Die kostet täglich Miete. Ja, dann fangen wir da Mittwoch mit an, schnell die Fliesen rauszustemmen. Das ist ja kein großer Bezirk mehr, ne? Das ist ja ein kleines Stück, ist das. Und dann zack, zack, ab in Container und dann kannst du den Typen Bescheid sagen, Rutsche abholen, fertig. Dass mir auch immer für dich hier Pläne machen muss. Danke, Udo. Ja. Ohne dich wäre ich sowas von aufgeschmissen. Ja. Weißt du es halt heute, nee, ne? Ihr werdet heute Zeuge von knallharten Verhandlungen mit Teichbau Ole. Das wird heute knallhart. Knallhart. Es ist schönes Wetter. Wir reden heute über meinen Teich. Papa will natürlich hier im neuen Haus auch einen Teich haben. Genau. Und gestern hat Hermann angerufen. Hermann Pleiß. Hermann hat uns die Botschaft übermittelt, dass wir einen Teich bauen dürfen. Allerdings nicht so ganz, wie wir dachten. Aber wir dürfen einen Teich bauen. Es geht eigentlich auch nur um die Stelle. Genau. Es geht also auch nur um den Ort des Teichs. Es geht nur um den Ort des Teichs, genau, wo er platziert wird. Ja. Wundert euch bitte nicht, warum da auf einmal ein Wohnwagen steht. Das hat was mit dem Udo und Wilke-Video zu tun. Eine Challenge. Unser ursprünglicher Gedanke war, dass der Teich hier vorne in den Gartenbereich kommt. Aber... Das ist Außenbereich. Das ist Außenbereich. Und da sagt Landkreis, kein Teich. Aber hier... Da sagt Landkreis, da darf Teich. Genehmigungsfrei bis 100 Kubik. Und mein Teich zu Hause hat? 40, wenn überhaupt. Und der war genehmigungspflichtig? Der war genehmigungspflichtig, weil du im Außenbereich warst und, ja, du eine Baugenehmigung brauchtest. Hier sind wir auch im Außenbereich, aber hier bekommen wir keine Baugenehmigung. Wieso, weshalb, warum? Mit den ganzen Rechten? Dafür haben wir Hermann. Und jetzt kommt natürlich mein Gedanke, was ich mir vorstelle und was ich vorhabe. Genau. Und du musst das umsetzen. Ich versuch's. Heinz Föhrmeier, was schleichst du denn hier mit Kaffee ums Grundstück? Ja, Kaffee trinken, oh, nee. Du siehst das Gartenhäuschen. Ja. Das muss weg. Genau. Bambus soll aber da bleiben. Den willst du behalten? Den Bambus möchte ich gerne behalten, ja. Die Gartenhütte soll natürlich nicht zerstört werden. Die möchte ich restaurieren und woanders hier auf dem Grundstück platzieren. Den Bambus finde ich eigentlich geil. Weißt du, warum soll der weg? Hätte der irgendwas zu tun mit der Wasserbeschaffenheit? Das nicht, aber das ist Bambus. Und der ist jetzt nicht irgendwie gepflanzt worden, dass der sich nicht ausbreiten kann. Du siehst das jetzt hier zum Beispiel schon. Das ist so knapp 1,5-2 Meter entfernt von dem Hauptbusch. Da kommt er hoch, hier kommt er hoch. Der kommt halt überall hoch, ne? Und Bambus ist hardcore. Hardcore und hartnäckig. Ja, aber es ist halt auch schön. Klar, ist halt schön dicht. Ne? Wenn die Gartenhütte da wegkommt, ist der Bereich doch offen. Da würde ich mit dem Teich anfangen.
Und da auch das Sonnendeck bauen. Ich möchte wieder so ein Sonnendeck haben. Du möchtest wieder ein Sonnendeck haben? Genau. Ja. Und das könnte man ja hier ansetzen. Ja. Das geht. Was sind deine Vorstellungen? Weil es ist ja schon cool, von oben in den Garten reinzugucken. Ja. Du musst natürlich so ein bisschen mit den Höhen gucken. Ne? Du hast hier jetzt einen ollen Balken vor, das würde ich, hier würde ich erstmal weg. Ja, aber das Problem ist ja an der ganzen Sache, ich möchte jetzt nicht das Wasser direkt im Mauerwerk haben. Nee, aber... Da muss ja auch ein Weg sein. Genau, und um diesen Weg halt auch zu haben, hier das ganze Gestrünz hier, das ist eh alles zugewuchert und weg, dass du den Platz hast. Und dann kannst du hier dir einen vernünftigen Weg machen. Ja, Naturstein. Ja, genau, Natursteinweg, ne, hier. Zack, zack, zack. Ja. So die Breite, ne, 1,50 Meter, 1,60 Meter ungefähr. Und den restlichen Bereich dann Teig. Und dann so auch nicht gerade, sondern ein bisschen geschlungen. Da hinten haben wir ein bisschen mehr Platz, da ist ein bisschen breiter. Hier eine Terrasse dann. Ja, hier hinter dir dann das Sonnendeck. Da möchte ich eine Holzterrasse haben. Aber dann nicht eckig, sondern kreisrund. Ja, ja. Aber also wir können den nicht ganz da hinten durchziehen, den Teich. Nee, nö. Dort kommt ja eine Terrassentür rein. Das wird ja hier eine Terrasse, die sich dann hier irgendwo befindet, weißt du? Die Frage ist, wo kommt da die Terrassentür ran? Die Wand ist lang. Kommt die direkt ans erste Fenster? Kommt die zwischen die Fenster? Kommt die beim zweiten Fenster? Die Terrassentür kommt zwischen die Fenster da vorne. Genau, und dieser Bereich wird dann schön so ein Naturstein. Ja. Dann weißt hast du? Hier, hast du hier nochmal eine schöne Terrasse. Ja. Und dann hier so leicht geschlungen den Teich. Genau, und hinten so ein Sonnendeck. Und das Sonnendeck bauen wir aber so. Sonnendeck in Ostfriesland. Ich nenne das halt Sonnendeck. Eigentlich ist es eine Terrasse. Sonnendeck klingt so, als wären wir hier auf Malibu. In Malibu. Aber so den Flavor holen wir davon auch so ein bisschen, weil... Der Bambus da ist. Erstmal das und wir bauen das Sonnendeck aufs Wasser. Ja. Was hältst du davon? Ja. Dass da drunter komplett Wasser ist. Ja. Dass du quasi so... Darf man natürlich nichts kosten, ne? Machst du gegen Spendenquittung? Nein. Ich muss doch auch leben. Sprich also Teich, am Rand vorne schön einen Weg aus den Natursteinen, die ich gekauft habe. Genau. Hier eine Natursteinterrasse. Genau. Und dann geht es ja weiter runter in den Garten. Genau. Aber da brauchen wir noch nicht drüber reden, da bin ich ja noch nicht. Wir haben noch nicht mal Dämmwolle im Haus, aber das mit dem Teich müssen wir trotzdem besprechen. Das müssen wir auf jeden Fall besprechen. Genau. Das ist ja viel Planung. Ist das halbe Leben. Dann bereite du was vor. Ja, dann schauen wir es am Ende an. Genau. Und lass den Bambus drin. Ich finde das schon cool. Außer natürlich, der macht jetzt mit den Wurzeln richtig Probleme. Das müssen wir halt gucken, ne? Aber ich hab da eine Idee. Auch mit der Umrandung. Wir machen diesmal nicht mit Kapillarband. Wir machen das anders. Ja, was stellst du dir vor? Mit Naturstein. Ja. Weil du hast den Natursteinweg. Ja. Und beim letzten Teich haben wir das Kapillarband gemacht. Das mache ich überwiegend bei den Teichen so. Und hier werden wir jetzt eine Reihe Naturstein setzen im Beton, ja. Werden die Folie da dran legen und werden innerhalb des Teiches nochmal eine Schicht Naturstein im Beton setzen, sodass die Folie zwischen den beiden Natursteinplatten quasi oder Stein eingepresst ist, einbetoniert ist. Dann ist es ein Guss quasi. Und es sieht deutlich cooler aus. Ja, aber ist zwar ein bisschen zeitintensiver, ja, aber du hast die Steine da. Ja, man muss aber halt natürlich auch aufpassen, dass es natürlich nicht gleich Weg und sofort Teich ist, dass du da langläufst und reinfällst. Nö. Nö. Setzt man die ein bisschen höher. Müssen wir sowieso, weil sonst läuft das ganze Wasser da rein. Deswegen ist ja das Kapillarband da. Ne? Man verhindert damit ja Grundstückswasser, dass das Grundstückswasser in den Teich läuft. Deswegen müssen die Steine ja so ein bisschen hoch. Dann hast du auch so eine leichte Kante gleich zum Weg hin. Ja. Klingt cool. Ich erwarte eine Zeichnung. Wir gucken uns das an. Und ich glaube, der Zuschauer draußen findet das auch wieder ganz interessant. Wann wäre Bauphase? Ich will jetzt nicht den Teich fertig haben, wenn das Haus schon fertig ist, Ole. Noch nicht fertig ist, Ole. Also theoretisch... Du magst doch am liebsten Teichfolie schweißen im August bei 40 Grad. Ja, nix da. Also theoretisch so, termintechnisch, jetzt aktuell bin ich bis Ende Mai voll. Theoretisch könnten wir Anfang Juni anfangen. Moin Mutti. Moin Flocki. Du hast ja schon wieder so einen schönen gelben Flocati an. Flocati und letzte Woche blauen Pferden. Wir besprechen gerade einen Schwimmteich. Wo da? Ja, und das geht. Du, ne? Gott, das war ein Luxus hier. Es ist 10.36 Uhr. Torben und Daniel sind da und haben vom Fußball Gestrüpp mitgebracht. Gestrüpp, meine Damen und Herren. Für das Osterfeuer. Freude. Super. Super. Ist ja auch was Schönes, dass sie mir mal ein bisschen
Gestrüppspenden vom Fußballverein, ne? Ja, definitiv. 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 Daniel, du bist ja auch ein alter Kenner des Osterfeuers. Wie wollen wir das aufschichten? Guck mal, das ist so gut angefangen. So hat Hugo gut gemacht, ne? Ja. So schichten wir das weiter. Apropos Hugo, man munkelt, dass das Samstag, wenn es dunkel und kalt wird, eine Aftershow-Party mit Hugo gibt. So im Gespräch. Es flüstert. Es flüstert. Es flüstert. Vorsicht mit den Augen und so, Wilke. Pass auf mit den Augen, die Schwein. Unmotivierteste Osterfeueraufschichten aller Zeiten. Das stimmt doch gar nicht. Wir machen es halt sorgsam. Ups. Also von 6-7 Jahren und mein Osterfeuer, ich weiß gar nicht genau, wann das war. 15 Tannen, so 20 Meter hoch, kurz vorher gefällt. Ja. Da war ein Osterfeuer, das ist mein lieber Herr Gesangsverein. Das Feuerwehr nicht da, aber war alles. So viel oder was? So viel, überleg doch mal. Da kommt viel zusammen. Ja, das glaube ich dir. Ich bin so hohl, ey. Was hast du denn gemacht? Ich habe das Ding jetzt selber ins Auge gehauen. Er hat doch gesagt, wir sollen aufpassen. Oh. Das Osterfeuer ist wieder ein bisschen größer geworden. Mein bestes Pferd im Stall. Was sitzt du denn hier bei Papa auf der Terrasse zu quatzen? Hier ist wenig draußen zum Sitzen. Da ist nichts. Und dann setzt du dich hier bei Papa auf die Terrasse. Ja, ich bin immer herzlich willkommen hier. Mir hat Hecke auf 1A Udo-Qualität geschnitten. Seitdem bin ich hier. Ich glaube, deine Fälle schwimmen weg. Guck dir die Hecke an. Udo, Udo, Udo. Du bist auch wirklich ein Virtuose deines Fachs. Wirklich. Wilfried und Co. stecken im Osterfeuer Vorbereitungsstress. Die sind gerade bei meinem Feenhaus, holen Sachen. Ja. Und haben wir beide gedacht, die Mühlen des Handwerks müssen ja weiterlaufen, ne? Wieso? Ich dachte, wir sollten hier bloß ein bisschen sitzen und nee. Nee? Wir wollten die letzten Fliesen rausballern. Ja, oh ja, stimmt. Damit wir endlich mal die Schuttrutsche abbauen können. Die hängt nämlich auch seit Tagen da. Ja, und die frisst, ne? Die kostet, Alter, die kostet. Die kostet, ja. So, nun hau den Glimmstängel quer in den Hals, ja, zieh durch die Nase, wir müssen los. Ich mach aus. So, ich gehe jetzt rüber, Jacke aus und dann gibst du mir den Bohrhammer. Ich hab zwei. Ja, du einen und ich einen, oder wie? Vollgas. Vollgas, dann komm her. Welcome back, my friends. Wir stehen hier im Hotel Atlantis. Im Schlafzimmer zum Tänzeln im Pony haben wir blank gemacht. Im Kern meine ich damit, hier sind wir zu 90% fertig. Udo und ich machen hier jetzt Kommando vorwärts und holen die ganzen Fliesen raus. Dann widmen wir uns dem Sturz hier oben. Danach gehen wir ans Holz hier ran. Dann kommen die Dachfenster und wir ballern die Dämmung hier rein. Was willst du mit so einem Kabenz, Mann, auf dem Bau? Malochen. Ja, Malochen. Weißt du, wenn das Ding angeht und du machst hier die Bewegung, dann musst du Angst haben, dass das Dach runterkommt. Ole war ja gestern da, ne? Ja. Schwimmteich bauen mit Udo. Was braucht man dafür? Udo. Und? Und eine Gasflasche. Ich will so mit Bagger unter. Einfach Gasflasche verstecken, zack, aufdrehen. Du drehst eine Kippe. Und eine Kippe reinschmeißen, buff, jetzt weg. Ey, hört auf mit so einer Scheiße. Nee, das machen wir natürlich das nicht. Das machen wir nicht, das war Spaß jetzt, ne? Aber jetzt komm, los. Wir quatschen auf. Ach, was haben wir heute überhaupt für einen Tag? Mittwoch. Es ist Mittwoch. Der 27. März, 10.25 Uhr. So, können wir jetzt anfangen? Klar. Sonst ist es gleich Donnerstag. Wäre aber auch schön, ne? Ja, aber ich nehme den Kleinen. Ich bin doch nicht verrückt. Mir tut Bandscheibe nicht in Krankenhaus tragen. Also wir müssen jetzt den Boden hinter uns rausnageln, die letzten Fliesen. Ja, komplett bis da hinten hin, oder? Genau, die katapultieren wir dann in die Schuttrutsche und dann gehen wir die Schuttrutsche zurück, Udo. Weil das wird sonst echt teuer. Wie lange ist die schon hier? 3 Wochen. Der ganze Osterfeuerkram, der wirft uns natürlich zurück, ne? Ja, aber das ist eben so, ne? Wenn du so ein Osterfeuer machen willst, ich hab jetzt schon, wir dürfen ja gemütlich machen wir das denn, ne? Und dann läuft das. Euch erwartet jetzt da draußen ein herrliches Zeitraffer-Video. Leute, da sitzt noch ein Satz Fliesen drunter. Ungelogen. Hier kannst du das gut sehen. Ja, unglaublich. Hier seht ihr es richtig gut. Noch ein Satz Fliesen. Hier muss wohl früher ein Badezimmer gewesen sein. Ja, hier war ja ein Badezimmer. Ja.
Das heißt, jetzt nochmal wieder fließen, 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 fließen. Das Haus wieder aus Fliesen zusammengehalten. Ja. Von Fliesen zusammengehalten. Ja. Ziehens Domizil. Fliesen Domizil. Fliesen Domizil. Ziehen. Im Zigarettenpause. Hast du das schon wieder im Mund? Da lag am Tisch eingepackt, das habe ich genommen. Ein Keks oder Kuchen? Ein Keks. Wir müssen die Soße gleich mit wieder zusammen nach vorne und dann können wir das gleich in der Feuerrutsche. In der Feuerrutsche. Wie heißt das Ding? Schottrutsche. Schottrutsche. Rutsche. Ja. Entschuldigung, liebe Zuschauer, mein Opa hat mir schon gesagt, mit vollem Mund redet man nicht. Ja, lernst du auch nicht mehr. Nee. So, Wilke, wir müssen den Brei haben jetzt. Wir müssen nach unten hin, Kaffee machen, Frühstück vorbereiten, die Jungs kommen jetzt gleich. Ja. Du willst es frei haben? Ja, ich möchte jetzt für eine halbe Stunde frei haben. Kaffee aufsetzen und Frühstück. Halbe Stunde Kaffee aufsetzen? Ja, das muss auch hier vernünftig, der Tisch muss auch eben abgeräumt werden. Bei mir herrscht Zucht und Ordnung, das weißt du. Mhm. Ja, so. Da krabbelt eine Spinne auf deinen Kopf. Ja, mach ja nichts. Jetzt ist es ernsthaft. Ja, mach ja nichts. Die Spinne kann er ja nichts für. Ach, ich dachte, du bist jetzt schreckhaft. Nee, Spinnen habe ich überhaupt keine Angst vor. Ist eine Schlange, habe ich mich versehen. Das Wetter ist auch wieder super sparsam, Leute. Mal scheint die Sonne, dann sind wieder Wolken da, dann regnet es, ist kalt, windig, Sonne. Aber ganz egal, ihr seht den Ausblick und das ist schon ein bisschen schön, wenn man das jetzt mal ganz ehrlich sagt. Und hinten rechts das kleine Osterfeuer. Gut Randale hier gemacht. Ordentlich weggestemmt. Jetzt schauen wir mal, was Udo treibt. Sumpfarsch. Moin Herbert. Hermann, wie ist's? Ja, Moin, ich hab Frühstück mitgebracht. Udo und ich haben oben richtig gerissen, ausnahmsweise mal. Cool, und noch nichts weggeräumt. Ja, schon die Hälfte haben wir weggefegt. Geil. Geil. Die waren auch schon fleißig. Ja, ich hab Sachen aus dem Feen ausgeholt, ne? Richtig. Heinche Föhrmeier. Was ist? Sagen wir nicht mehr Moin. Guten Morgen, Herr Zien. Guten Morgen. Darf ich weitergehen? Weiter geht's. Alter. Du bist vor 20 Minuten runtergegangen und machst jetzt Kaffee? So, bevor du irgendwie was sagst. Du bist vor 20 Minuten... Ebert, komm hierher. Nein. Komm hierher. Daniel. Das ist die Pumpkante. Die habe ich schon das erste Mal aufgefüllt. Oh, Entschuldigung, Udo. Das ja, ja. Erst denken, gucken und dann reden. Udo, ziehen und denken. Da ist der Fehler. Weißt du, was ich noch gemacht habe? Ich habe einen Abfluss im Sauber gemacht vom Waschbecken, weil das Wasser rüber ging. Man muss... Zigarettenstummeln und Papier und Folie, die soll man nicht im Waschbecken tun. Ja, wer macht denn das? Das weiß ich nicht. Hab ich aber sauber, ist alles fertig. Wenn Torben einkaufen geht, ich werd verrückt. Gönneri vom Herrn. Was machst du denn hier, Papa? Moin. Kontrolle. Wie Kontrolle? Kontrolle auf Udo. Wo bist du? Ich hab's nicht. Meuterei beim Elternhaus. Hauptsache Kaffee, Leute. Du machst alle Brötchen fertig und legst sie schön auf den Tisch. Garantiert nicht. Papa, setz dich hin. Ja. Bist du hier, um Zigaretten zu schnorren? Nee. Wie, nee? Der Meister, der hier am meisten Kohle hat, könnte Torben sein. Torben, gibt Papa eine Kippe. Setz dich hin. So eine Unruhe herrscht immer hier, ne? Das brauchen wir aber auch zum Leben. Ja, genau. So, alle jetzt wirklich kurz benehmen. Papa ist da. Ja. Ja. Willst du auch ein Brötchen, Papa? Schmier euch erstmal was. Du kannst immer den für Jürgen ein Brötchen schmieren, Herr Torben. Du bist nicht der Krankenwart. Schmier Papa mal ein Brötchen. Gibt's da noch ein bisschen Brötchen zum Fleischsalat? So, das ganz dünn drauf. Oh, warte mal. Torben, das schmeckt mir. JJ. Ja. Moin. Moin, Wilke. Wie ist es dir? Allgaut und bei dir? Ja, bei mir ist auch allgaut. Freust ihr all? Ja, ohne. Ihr Lieben da draußen, unser Osterfeuer steht. Wir haben sogar so eine schöne kleine Theke und einen Kühlwagen. Wusstest du, als Papa noch jung war, ja auch nicht jung, 20 Jahre her, hier auch immer Osterfeuer gemacht hat? Ne. Immer so ein kleines, ganz familiär. Ja. Und jetzt bin ich dran, ne? Jetzt bist du dran. Ne? Führst das weiter. Haus zwar noch nicht fertig, Dachfenster steht da oben komplett offen, sehe ich. Oh, ja, ja. Oh. Oh. JJ. Spezialauftrag, hol ihm das Dachfenster da oben. Ja, muss eben zugemacht werden, bevor das reinregnet. Ne? Und nicht, dass du oben noch einen Wasserschaden hast. Danke. Weißt du, wer der Richtige ist? Wer denn? Du. Kannst du bitte zumachen? Okulidokuli. Okulidokuli. Machst du das Osterfeuer heute an? Mhm. Egal, was mit Kaputtmachen zu tun hat, ne? Du bist immer geil drauf. Kettensäge, Feuer, die ganzen Soßen. Ich habe heute schon Feuer gesehen.
Echt? Hat einer auch Osterfeuer auf Autobahn gemacht. Oh ja, stimmt, das ist ein Auto abgefackelt, ne? Oha. Ich vermute, das brennt schneller weg, als man gucken kann. Sind ja auch nur viele Tacken und so, ne? Aber 90% Tanne, ne? Dann macht er einmal. Hast du denn dabei Schlickerpüt oder was? Was sag ich dir? Was ist da drin? Hä? Was ist da drin? Leere Sprayflasche. Und lecker Uso. Und was machst du so? Und war lecker Veterano. Ui. Aber heute ohne merken, ne? So. Willst du ein Bier? Nee, für Veterano. Klitz. Machst wohl satt vom Werden, wa? Hier, Prösterchen. Wir haben uns auch verdient, ne? Hugo. Hugo, du wirst doch irgendwas zum Anzünden haben. Ja, habe ich auch. Oh, du Scheiße, geht nicht an. Aber du bist doch Kokel-Experte, Timo. Kokel-Bernie. Lass dir das von Josef sagen. Ja. 60 Jahre Osterfeuererfahrung. Das ist so. Ja. Das hörst du da an der Seite noch machen, weil der Wind von da kommt. Ich glaube nicht, dass dich das da reinfrisst. Nein. Guck mal, wo die Flammen hingehen. Gerade zu mir. Das ist ein hellwichtiges Thema mit Physik. Hellwichtiges Thema. Mit Physik. Physik. Satan Timo Brandt. Ja. Name ist Programm. Ja. Timo, was bist du mit dem Tisch von links nach rechts am Laufen? Ich bin dich alle am Verlieren. Wo hast du denn, was stellst du all den Tisch hier um? Ich habe Asche in den Hals gekriegt. Wo ist mein Becher? Der. Oh, den haben wir uns verdient, ne? Ja. Hast du noch einen verdient? Am Reellen. Das ist ein Physikthema, ein Reiz. Der kann nicht mal führen, Mo. Der kann nicht mal führen, Mo. Verausgab dich nicht, Hugo. Wir wollen heute noch Aftershow-Party bei dir zu Hause machen. Ja, hier und her, hier. Hier brennt das für. Hier muss ein Wagen um. Was geht ab hier? Heinz Firmeier, du warst ja gar nicht da, als wir das Feuer angemacht haben. Nee, ich kann nicht warten, ne? Sollen wir auf dich warten, oder? Ja, ich kann auch nicht warten. So, Bratwurst, Cola. Bierbauch, Daniel. Ja. Junge, 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 nach Junge. Nach der Rückfahrt brauche ich erstmal eine Stärkung. Waschbär. So ein Arsch. Ich muss Salat essen. Das Video ist zu Ende. Kommen wir zum Gewinner des letzten Gewinnspiels. Gewonnen hat Kevin Vogel 44:30. Herzlichen Glückwunsch, melde dich bitte bei dieser eingeblendeten E-Mail-Adresse. Hier noch was Besonderes für euch. Arbeit heißt das. Diesen Kärcher Mehrzwecksauger könnt ihr jetzt gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Abonniert diesen Kanal, lasst gerne ein Gefällt mir da und schreibt gerne in die Kommentare, warum gerade ihr diesen Kärcher Mehrzwecksauger gewinnen wollt. Den Gewinner geben wir nächsten Sonntag im neuen Video bekannt. Jetzt viel Erfolg!